Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start und es geht nach Banpa. Wir müssen die Quest Lamang Connection machen. Was wir dafür brauchen ist dieser Fishing Hut Key. Hoffe ich, dass es der ist. Ansonsten erstmal den Hubschrauber wegfliegen lassen hier. Falls ihr den Schlüssel nicht habt, solltet ihr ihn dort finden, indem ihr dort gegnerische NPCs erschießt, untersucht und dann den Schlüssel findet. So Gott will. Na, einer hat ihn bestimmt immer irgendwo. Meistens. Nicht immer, meistens. Also den Schlüssel für den Bunker unten, das war glaube ich die Quest mit Gladiator. Habe ich bis heute noch nicht. Okay, ich war jetzt eine Zeit lang auch nicht mehr in dem Bunker unten gewesen, aber wir waren dafür zum damaligen Zeitpunkt, als wir die Quests machen mussten, relativ oft und häufig unten und haben auch viele, viele NPCs erschossen, aber den Schlüssel haben wir nicht gefunden. Und da hatte ich damals Glück, als ich die Quest machen musste, war die Tür bereits offen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass wir einen Schlüssel brauchten. Naja. Gut, sag ich. Nee, gut. Wir sind jetzt in Pampan gelangt. Können noch mal kurz gucken, ob der Boss irgendwo blöd rumsteht. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Scope irgendwie besser finden soll als das andere. Ich muss das andere nochmal testen. Ich habe jetzt so lange nicht gespielt. Gestern erstmal wieder angefangen und habe gleich dann direkt dieses Scope auf die Waffe gezimmert, weil ich es noch rumliegen hatte. Wir müssen jetzt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, zu dem Elders Haus. Ich weiß auch nicht. Mit diesem durchsuchen. Weiß man auch nicht. Ist man jetzt schon fertig? Hat man alles durchsucht? Oder kommt da jetzt noch was? Das finde ich bei Tarkov besser gelöst. Da siehst du direkt, was noch besucht werden muss. Okay, das ist aber ein marginaler, kleiner Bullshit, den sie hier drinnen gehabt haben. Vielleicht ist es auch okay so. Nee, ich finde es eigentlich nicht okay so. Weil wenn man eine Kiste aufmacht, sieht man ja ungefähr mit einem Blick, wie viel drin liegt, ja. Und hier muss ich irgendwie vermuten jetzt, dass ich durch bin, nachdem ich eine halbe Stunde noch gewartet habe. Ist das die Bude? Ja, ist in der Nähe vom Elders Haus. Also das Elders Haus ist ja da drüben, also gleich nebenan. Und das ist diese Fishing Hut.
schon alles durchsucht sein, aber wir brauchen ja auch nichts eigentlich. So. Hi. Ist bestimmt ein Gegner. Hier den Griff können wir mal mitnehmen. Lass mal auf der Map gucken. Hier ist ein Gegner. Okay, jetzt weiß ich auch, man sieht die Gegner wirklich. Was da gestern los war in Fort Narit, weiß ich nicht. Da habe ich keinen gesehen. Ich habe nur Türen auf und zugehen hören. Wie gesagt, Taschen wurden geöffnet. Und ja, ansonsten war es das. Tja, wieder hier rein, ohne einen Schuss abzugeben. Hm. Ob das so mein Ding ist, ich weiß es halt nicht. Wir werden es gleich testen. Wir fliegen gleich in der nächsten Quest. Machen wir... So, ich muss mal einen Hubschrauber rufen. Machen wir uns mal den Spaß. Und fliegen hier zu Midnight Sapphire. Dort haben wir auch eine Quest. Das ist wieder eine Doppelquest sozusagen. Da werden wir mal gucken, wie es da aussieht. Also Midnight Sapphire, das Hotel war schon eine Herausforderung. Wir waren zu dritt. Haben es aber dann doch gut gemeistert sozusagen. Es ist machbar. Im Vergleich zu Fort Narit war es eigentlich ein Spaziergang. Im PvP-Modus allerdings. Bin mal gespannt, wie es jetzt hier wird. Wie stark die Gegner sein werden oder mit wie viel Gegenwehr ich zu rechnen habe. Wenn ich allein dort bin, ob das machbar ist oder nicht. Nach meinen jetzigen Erfahrungen würde ich sagen, wird easy. Aber ich will ja nicht so viel rumtönen, nicht dass ich danach tot in der Ecke liege. Weil es halt nicht easy ist. Aber wie gesagt, jetzt die 8. Quest, die ich im BVE-Modus mache. Und alle waren easy. Selbst Raven, die 4 Quests in Fort Narit, easy. Also wer schnell leveln möchte, ist mit dem BVE-Modus gut beraten. Und die Sache ist ja die, dass du ja schnell deine Quests machst und damit auch schnell die Händler freischaltest. Ja, dann brauche ich mich nicht wundern. Ich kreble im PvP-Modus rum wie so ein Vollidiot. Versuche die Quests mit 1000 Anläufen zu schaffen. Und andere hatten hier, jetzt weiß ich nicht wieder, Gunny heißt er, glaube ich, der für die Waffen zuständig ist, hatten Gunny schon auf Stufe 3. Während ich es jetzt noch nicht habe. Ich brauche noch eine Quest. Ich brauche noch eine Quest von dem. Und dann habe ich ihn auch auf 3. Aber es hat mich halt auch ewig Zeit gekostet. Ich bin ja jetzt kurz vor Level 28 erst. Während andere da schon Level 35 oder 40 waren. Ja, kein Wunder, wenn man hier so einfach seine Quests absolvieren kann. Gut. Ich hoffe, wir haben das alles jetzt richtig. Ja, und dieses bloß auch abliefern und das war's dann. So, in dem Sinne wünsche ich euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Setzers. Tschüssi.